So, was ihr jetzt seht, hier sind die Ballonbrenner. Jeder Ballonbrenner hat eine Leistung von 3500 PS Wärmeleistung. Und jeder Ballon verbraucht hier heute um die 100 Liter Propangas. Also der zu Hause einen Gasgrill hat, so eine 11 Kilo Flasche, die hält bei uns so 5 bis 6, 7, 8 Minuten. Und dann ist sie schon weg. Ja, und leer. Wir verbrennen hier auch kein Gasphasengas, sondern Flüssiggas, was direkt oben in den Brenner eingespeist wird und dann entzündet wird. Und das seht ihr jetzt hier, das sind hohe Leistungen und die Höhentemperatur, wenn sich das mal gefragt hat, also wir haben jetzt natürlich ganz normal Außentemperatur, 20 Grad in dem Ballon und diese Temperatur wird jetzt auf bis 100 Grad erhitzt und die etwa 60, 70 Grad in der Hülle tragen dann schon die Hülle und wenn man dann noch 4 Passagiere einlädt, dann heizt man nochmal 30 Grad dazu und dann kann der Ballon auch abheben. So, wie ihr seht, das geht recht schnell. Das Höhengewicht liegt so zwischen 100 und 150 Kilo. Und das ist also gar nicht so schwer. Also da reicht es aus, mit dem riesen Leistungsbrenner ein bisschen reinzuheizen. Und schon hebt die Hülle sich an. So, ihr seht, was euch auffällt, die Ballonen leuchten noch gar nicht. Das hat damit zu tun, dass wir gerade eben den ganz normalen Brenner benutzen, der eigentlich für die Fahrt gedacht ist. Der hat relativ hohe Leistung, der hitzt das Gas vorher und der Ballonbrenner, der dann gleich leuchtet, ist der sogenannte Kuhbrenner oder auch Schweinebrenner genannt. Das ist ein Brenner, der vor allen Dingen sehr hell leuchtet, aber nicht so laut ist. Und der schützt die Tiere, sich davor zu erschrecken und dann durch den Zaun zu rennen. Und wenn man halt Pferde, Kühe oder Schweine unter sich hat, dann benutzt man einen leisen Brenner. Und der schöne Vorteil von diesem Brenner ist eben, dass der sehr hell leuchtet und dann die Ballone auch schön erleuchten können. Guck mal, jetzt geht der Kohle auf. Da spricht der Profi. Ich glaube, seine Söhne sind, glaube ich, Weltmeister gewesen. Verrate ich doch zu viel. Ja. Ich komme aus der Ballonfahrerfamilie. Mein Vater fährt seit 50 Jahren Ballon. Der steuert heute den Tuttima. Zweiter Ballon von rechts mit der Uhr drauf. Und bin selber vor 2 Jahren Weltmeister geworden im Gasballonfahren mit meinem Vater zusammen. Und ja, wir bemühen uns schon ein bisschen den Sport auch voranzubringen. Nur was ihr gerade gesehen habt in der Mitte ist die Coca-Cola-Flasche. Ein Ballon gebaut 1999. Und der hat natürlich ein einiges Problem. Der ist sehr windanfällig, weil der halt sehr hoch ist. 50 Meter hoch, einer der höchsten Heißluftballone, die es gibt auf der Welt. Und der wird auch immer ein bisschen turnen und tanzen von links nach rechts. Der hat immer so ein bisschen seine Probleme bei dem Wind. Und wie ihr seht, eindrucksvoll, fast 50 Meter, 49 Meter hoch. Und ja, schon lange, lange im Dienst. Es gab ursprünglich mal 3 Stück davon. 2 sind noch im Dienst, einer fährt in der Schweiz und einer jetzt hier heute extra für euch nach Wesel gekommen. Wir lassen uns aber was einfallen hier in Wesel. Also leibhaftige Weltmeister mal zu hören, ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, und wo ist die Coca-Cola, die in der Fülle? Hier schon die Koordination von den 14 Teams. Ich glaube mit 50 Meter oder so. Ihr wartet. Nee. Wieder. Marlene.
Nee, du kannst das ans Ohr halten. Benni ruft jetzt gerade den Teams auf. Ja. YouTube, du bekommst ein Materia. Ja. Nein, stehen alle und warten. Alle Ballone sind quasi glühbereit. Und jetzt brauchen wir ein bisschen eure Hilfe. Wir zählen mal einen Countdown runter von 10 bis 0 und dann gucken wir mal, ob was passiert. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Thank you.
Scheiße arbeitet. Und wieder schicke. Sieht man das hier vorne auch? Hä? An den Weißen sieht man das auch. Muss das faszinierend aussehen jetzt, wa? Einmal mit Helikopter rüberfliegen. Ja, Mann. Thank you.
und jeder Schritt bis jetzt macht plötzlich Sinn. Wie oft haben wir gelacht, uns geweint, nur um hier und jetzt Geschichte zu schreiben. Ich will, dass dieses Gefühl für immer bleibt. Jeder Puls schaut 0 auf 100. Und ich weiß, dass du das Gleiche fühlst wie ich, wenn die Euphorie durch deine Adern schießt. Weil der Augenblick jetzt alles für uns verändert. Und auf einmal steht die Welt kurz still. Und der Himmel bricht auf. Geil aus. Ja, Mann.